Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Immer noch auf hoher See unterwegs. Ja, ihr könnt immer noch fleißig Kommentare schreiben und wir fahren auf die linke Insel zu. Und ich bin mal gespannt, was uns das erwartet. Ich hoffe mal, dass wir da sicher ankommen, dass nichts passiert. Ja, wenn man kennt das, das ist immer so eine Sache, diese Geisterschiffe ploppen einfach manchmal vor einem auf, ja. Oder es kommt ein Hai, der uns wegbeißen möchte, oder. Da hinten geht der Mond wieder unter, die Sonne geht auf, da vorne gleich. Gleich müssten wir sie aus dem Wasser blinzeln sehen. Ich werde schon mal ein bisschen in die Richtung drehen. Wir drehen mal die Segel noch. Wunderbar. Wunderbar. Oh, wunderbar. Die Welt, sie ist so wunderbar. Fini ist gerade auch wieder am Start, sitzt neben mir und schnurrt, was das Zeug hält. Bin mal gespannt, ob man das in der Aufnahme hört, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dazu ist mein Mikrofon zu feinfühlig, also zu nicht so feinfühlig eingestellt. Man kann es auch mal so einstellen, dass man alles hört, aber das will ich gar nicht, ja. Das will ich gar nicht. Man muss ja nicht jedes einzelne Geräusch hören, ja. Also würde ich jetzt pupsen, ja, würde man das hören. Das würde man hören, ja. Aber ich würde mich natürlich rechtzeitig muten. Ja, ich würde jetzt hier nicht einfach pupsen. Außer es rutscht raus. Aber das würde ich rausschneiden dann. Das würde euch gar nicht auffallen, ne? So, aber wir müssen ja nicht von Pupsen reden. Sondern wir reden lieber von diesem wunderschönen Sternenhimmel, der mal wieder richtig geil aussieht, oder Leute? Wahnsinn, oder? Keine Wolke, wirklich nur so ganz kleine, feine Wolken. Und der Sternenhimmel sieht richtig geil aus. Und es sieht so mega toll aus, wenn die Sterne leuchten und da vorne die Sonne aufgeht und da hinten der Mond untergegangen ist. Und jetzt wird alles so außenrum. Sieht irgendwie aus wie so eine Glaskugel. Da haben wir schon die Geisterschiffe. Alles klar. Die natürlich wieder losfahren, wenn wir hier ankommen. Aber ich hoffe mal, dass sie uns in Ruhe lassen und nicht in unsere Richtung segeln. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir durch diese ganzen Sachen, die wir halt natürlich auch dabei haben, und wir bekommen ja auch immer mehr und unsere Tiere wiegen ja auch, dass wir da wirklich immer schwerer werden und die Geschwindigkeit auch so ein bisschen nachlässt. Da geht eine rote Sonne auf. Sagt man sich nicht, eine rote Sonne geht auf, da ist Blut vergossen worden. Welches Schiff habt ihr versenkt, ihr Geisterschiffe? Wir waren es nicht, ja. Wir waren es definitiv nicht. Können wir hier ein bisschen rüberschippern? Wir waren jetzt auch am Sonntag zum ersten Mal in der Welpenschule mit Mowgli. Richtig gut gelaufen, war richtig schön. Wir gehen jetzt auch weiterhin hin, also meine Freundin und ich, also sie mit Jackie und ich halt mit Mowgli, ja. Einfach weil es halt auch wichtig ist, so der Umgang mit anderen Hunden zu lernen, ja. Aber trotzdem den Abstand auch zu lernen, ja, zu anderen Hunden oder zu Leuten, ne? Und mal gucken, vielleicht machen wir auch die Begleithund-Ausbildung dann mit ihm. Ja, das kommt natürlich erst ein bisschen später. Aber solche Dinge möchten wir auf jeden Fall beibringen. Das ist halt alles schon so ein bisschen, weil momentan ist noch viel Spielen und ne, halt also viel spielerisch auch einfach beibringen lernen. Ja, Mowgli kann ja auch schon einiges. Und ja, mal gespannt, wie das so die nächste Zeit sich verhalten würde. Ich würde dich dann natürlich auf dem Laufenden halten. Jetzt nicht unbedingt in meinen Atlas-Let's Play, aber auch schaut euch ruhig gerne die Spaziergang-Videos
Videos an, die ich immer von Mowgli und mir mache. Huch. Sehr, sehr interessant, auch sehr, sehr schön, finde ich. Ja. Und da erzähle ich euch ja auch immer ein bisschen was von Mowgli und von mir und. Ja. Und wir schauen natürlich die Natur an, wir genießen sie, wir entdecken immer wieder neue Wege. Ja. Ja, einfach so zum Entspannen kann ich es euch nur empfehlen, ja, das mal anzugucken. Was ist das dahin? Das sieht auch aus, als wäre da was drauf. Oder sind das nur Bäume? Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was das da für eine Insel ist. Da kann gerade sein, dass man gerade kurz Fini gehört hat, wie er da gerade kurz am Mikrofon vorbeigeschlichen ist. Was ist das? Ne. Er versucht sich gerade hier ein Plätzchen zu finden, wo er sich hinlegen kann, aber hier ist leider kein Platz auf meinem Schreibtisch. Eine Kiste, das sah aus, sieht eng aus, wie so ein. Sah gerade ganz anders aus, nicht wie eine Kiste. Da kann man, ich weiß nicht, ob man das schon sehen bei euch, weiß ich nicht. Aber es sieht gerade ganz komisch aus. Mal gespannt, was das für eine Insel ist. Leute, wir kommen unserem Zuhause immer und immer näher, ja. Wir kommen wirklich immer und immer näher. Und dann hatte ich ja auch erwähnt, Entschuldigung, da musste ich kurz gähnen. Da habe ich ja auch erwähnt, dass wir es auch so machen werden, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir unterwegs sind, werden wir uns auf den Inseln so ab und zu mal auf ein paar Inseln, die uns zum Beispiel gefallen, oder so kleine Hütchen machen. Und dann kann man da immer wieder hinreisen oder wir können dann irgendwann mal sagen, hey, wir möchten da jetzt unbedingt wohnen, ja, wir möchten da bleiben, also bauen wir jetzt da einfach unser Domizil auf. Aber das werden wir dann erstmal in der nächsten Reisetour machen. Jetzt werden wir erstmal hier unser Schiff sicher nach Hause bringen, ja, uns noch ein paar Inseln angucken, vielleicht sogar noch ein paar neue Ressourcen mitbringen, denn darauf bin ich ja eigentlich scharf, ja, so ein paar Samen und hoffen, dass ich die ja auch dann anpflanzen kann. Ja. Ja, man kann ja hier nicht so wie zum Beispiel jetzt in Anno oder sowas, ja, dann irgendwo anders da sein Lager aufschlagen, ja, und dann Schiffe hin und her fahren lassen, um Handelsrouten und sowas. Ey, das wäre geil, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, man würde jetzt Atlas so ausbauen, ja, dass du das wie in Anno machen kannst mit so Reise, mit so Routen, ja, wo du Reisen machen kannst, wo du dann verschiedene Inseln belagern kannst, ja, und dann die Schiffe zum Beispiel mit Kanonen ausrüsten kannst und, deine Matrosen da drauf setzt, ja, und die dann hin und her schippern und der dann zum Beispiel in dein Lagerhaus, dass du dann da bauen kannst, und man kann, glaube ich, so eine Bank oder so ein Dings bauen, so ein ähnliches Lagerding, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, und du würdest da jetzt zum Beispiel die schippern lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und die würden dir dann die Sachen dann einfach direkt vor Ort liefern. Also vor Haus. Die würden dann da reingehen in dieses Lager. Und dann könntest du da direkt. Ey, das wäre doch geil, oder? Überleg mal. Das wäre richtig geil. Und du spielst so richtig Anno selber mittendrin, weißt du? Fürs Schlachten und. Boah, das stelle ich mir voll geil vor. Und die verteidigen sich natürlich auch selber. Klar, irgendwann wird mal ein Schiff versenkt. Da musst du ein neues Schiff bauen und. Boah, wie geil wäre das denn bitte? Ja. Oder halt, man kann es natürlich auch hosten und kann natürlich das auch selber spielen. Ne? Dass man sich halt gegenseitig so Handelsrouten dann hat. Der eine hat das und man handelt dann halt verschiedene Gegenstände. Denn dafür? Das ist ein Stein. Alter, ich dachte gerade, das sah gerade so richtig komisch aus, dieser eine Stein. Das sah gerade aus, als wäre das so ein Bär mit schwarz-grau gepunktet. Ganz, ich habe gerade was ganz Komisches gesehen. Oh Gott, nee. Ich halluziniere schon.
kann hier noch kein Anker lichten. Wir sind noch zu weit entfernt. Da läuft auch ein Krokodil. Ist es gar nicht mal so schlecht, vielleicht, dass wir da ein bisschen näher rankommen, damit das Krokodil mich da nicht wegschneckt, ne? Oh, ich hatte die letzten Tage auch, und das war, ich hatte wieder mit Wassersport angefangen, also seit letzte Woche schon. Boah, Freunde, ich kann dir sagen, ich hatte so Muskelkater, ja. Selbst am Wochenende hatte ich noch Muskelkater von Mittwochs vom Sport. Also vom Montag hatte ich jetzt gar keinen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wir haben heute Dienstag, wo ich aufnehme, ja. Dienstagnachmittag, da kommt noch die Folge frisch raus. Also die erste Folge, die ich aufgenommen habe, kommt ganz frisch raus heute Abend wieder um 20 Uhr, ja. Das wird die Folge hier sein für den Mittwoch, ja, die ich hier gerade aufnehme. Und dann, ja, die anderen Folgen, ja, könnt ihr euch erzählen, wann die rauskommen, dann, ne, wie viel ich aufnehme. Ich weiß gar nicht, wie viel aufnehme ich. Drei aufnehme, ob ich vier aufnehme. Aber ihr wisst, dass ich meistens so drei, vier aufnehme. Jetzt können wir Anker setzen. So. Alles klar. So, meine liebe Roventa, dann schnapp ich mir dich mal hier. Ja, ne? Und dann gehen wir hier mal an Land. Und schauen mal, das dürfte Chili sein hier. Die Schlange haben schon entdeckt. Das ist Chili. Ich reite besser weg bei der. Noch wieder nur Bären. Da schon wieder eine Schlange. Wir reiten weiter. Weil das Ding ist, dass die Schlangen die großen Schlangen dich halt sehr schnell bewusstlos machen. Und ich möchte nicht, dass wir unsere Roventa verlieren. Weil wir hier jetzt irgendwelche Schlangen, ne? Schlangen und so hier kaputt machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist meistens immer so, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, ja, die ich jetzt schon habe, dann habe ich immer so das Gefühl, dass man auf der Insel nichts weiteres finden wird. Auch nur Bären. Auch nur Bären. Krokodil, Schlange, Honig. Die mal machen. Kämpfen da gerade. Wir schauen uns mal noch ein bisschen weiter um. Jetzt auch wieder Stier, aber es sind mir hier zu viele gefährliche Tiere, als dass ich hier zu Fuß laufe. Am Möwen. Das sind wieder diese Geier. Ui. Ui. Ui, das sieht aber auch nicht schlecht aus hier. So eine Süßwasserquelle oder sowas. Doch genauer angucken. Ich habe jetzt halt auch hier nichts Neues entdeckt. Also an Pflanzen sehe ich hier gerade nichts Neues. Wie krass. Und da vorne, da ist ein Fluss. Nee. Nee, das sah nur, okay, das sah nur so aus. Das sah gerade aus, als wäre da ein Fluss. Ich habe falsch geguckt. Entschuldigung. Aber hier geht es eine Treppe hoch.
Ist das eine Treppe, die so richtig in Stein reingebaut ist? Oha. Drywalkie Island. Ah, da fließt Fluss drunter durch. Da fließt Fluss drunter durch. Das war jetzt gerade super deutsch. Aber cool. Cool, richtig cool. Das ist mal ein richtiger. Wow. Alter, wie geil ist das denn bitte? Hammer! Das ist ja mal eine geile Insel, ey. Wow. Wow. Alter Schwede, ey, das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir aufschreiben, diese Insel. Ey, wie cool wäre es denn hier zu bauen? Und hier so eine kleine. Hier oben drin zu bauen. Ey, krasse Scheiße. Entschuldigung. Aber richtig cool. Das doch mal bitte an. Wie geil ist das denn? Mitten auf dem Berg einfach mal so ein Tempel hingestellt. Und dann geht's hier runter. Ja, Wasserfall und wow. Mega. Mega geil. Und in der Mitte kommen halt oben von oben auch noch Wasserfälle runter. Hammer, das, wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich find's, oh, ich find's geil. Die Insel gefällt mir, die ist cool. Ich habe da drüben auch noch andere Sachen gesehen. Ey, geil. Wir gucken uns die Insel noch ein bisschen an. Ich finde die richtig Hammer. Muss man es merken? Ja, du könntest ja gleich hier Häuschen setzen. Nee, habe ich ja gesagt, ich möchte das erst dann auf unserer nächsten Reise machen. Weil ich möchte das alles zu Hause vorbereiten, dass wir dann die Materialien schon mitnehmen und nicht zusätzlich herstellen müssen. Und auch die ganzen Betten und sowas, weil du brauchst ja noch Betten, ne? Und ich würde ja dann auch, wie gesagt, ich habe überlegt, ob wir umziehen, weg auf eine andere Insel. Das müssen wir uns auch noch überlegen. Das müsst ihr auch noch fleißig in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und welche Insel es dann sein sollte. Ja, ich hoffe, ihr habt da gut mitgeschrieben und habt euch da gehört, wenn ich dann mal was gesagt habe. Hey, die Insel ist voll geil. Ja. Und schreibt mir das dann in die Kommentare und dann. Hoffe ich, dass ich den Zettel noch finde, wo ich selber aufgeschrieben habe. Ah, die Erdbeeren wieder, die keine Erdbeeren sind. Was mich sehr traurig macht. Ah, das macht mich sehr, sehr traurig. Da ist wieder Schlange unterwegs. Na, wir haben ja Gott sei Dank Rowenta dabei und sind sehr schnell. Dann ist das hier gut. Schreiten und ich glaube, irgendwo müsste doch hier der Wasser. Ich höre definitiv Wasser. Hör definitiv Wasser, meine Freunde. Und wie es weitergeht und was uns hier auf dieser Insel noch so erwarten wird und was wir noch entdecken werden,
Das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, macht's gut, haut rein und Tschüsschen.